Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von Mikropolis, wie man unschwer erkennen kann. Was ist Mikropolis? Tja, ich würde ja sagen, Mikropolis ist eine 1 zu 1 Kopie von dem ersten SimCity-Teil, wenn Mikropolis nicht aus der, also wie Phönix aus der Asche von SimCity erstanden wäre. Denn Mikropolis ist das Ergebnis des Open Sourcings im Zuge des One Laptop per Child Projekts wurde der Source Code von SimCity 1 quasi veröffentlicht. Und Micropolis ist quasi, ja, die Portierung auf diese One Laptop per Child Kampagnen-PCs, Laptops. Und natürlich dann im Zuge dessen auch auf andere Plattformen portiert. Ich nenne es jetzt mal Plattform, also so weit portiert, dass man es eben auch als normal Linuxer. Das war jetzt auch falsch ausgedrückt. Man kann es spielen. Fertig. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde einfach mal sagen, neues Terrain generieren. Alles Karten, die ich irgendwie mal schon mal gesehen hatte. Ich hatte früher die Super Nintendo-Version. Oh, das sieht nett aus. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt mal. Meldrions, lol. Wir bauen uns jetzt mal eine schöne kleine Stadt auf. Man kann natürlich auch, man sieht hier diverse Szenarien spielen, wo es darum geht, irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen, aber nö, das könnt ihr schön alleine machen. Ich mach Freeplay, wie sich das gehört. Play this map. Dem letzten dürfte jetzt schon aufgefallen sein, dass ihr meinen Desktop sehen könnt, inklusive aller Datums und Uhrzeiten und hast du nicht gesehen. Das liegt einfach daran, dass ich, ja, ach, mit der Aufnahme nicht wirklich klar kam und jetzt seht ihr halt mal, was hier so abgeht. Ich glaube, ich gucke mich gerade nochmal um, aber viel Verwerfliches ist da jetzt nicht zu finden. Nö. Könnte halt sein, dass mich gleich diverse Frauen anschreiben mit der Begrüßung. Ey, du geile Fixer. Passiert mir halt öfters. Deal with it. Ah, unabhängig von allem Dummgeschwätz. Das allererste, was ich jetzt mal tue, ist Desasters ausschalten. Die gehen mir nämlich furchtbar auf den Sack. Diese komischen Erdbeben und was da alles kam, das war so ein bisschen sehr penetrant. Und dann würde ich einfach sagen, wir machen das, was jeder vernünftige Bürgermeister tut. Oh, nochmal. Coal power. Oh, geil. Nuclear power. Oh yeah. Seaport. Ah. Stadium. Ah. Airport. Du machst mich geil. Nuclear power. Okay, sorry, ich war gerade kurz abgelenkt. Bulldozer. Oh. Wire. Bulldozer. Entschuldigung. Huch. Das war ein unabsichtliches Scrollen. Ja, wir machen das, was jeder Normaldenkende machen würde. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk an einen Fluss, weil, wie wir alle in Fukushima gesehen haben, kann da ja quasi fast gar nichts passieren. Und damit ist die grundlegende Stromversorgung erstmal gesichert. Ups. Egal. Huch. Ich bin voll der geile Zocker, merke ich gerade. Ich baue voll die coolen Straßen. Ja. La 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 la. Ist ja wunderschön. Oh, da fällt mir gerade was viel Besseres ein. Was viel Interessanteres. Die ersten wissen schon, was das wird. La la la. La da da. Hui. Ach, das wird klasse. Wenn wir da erstmal Leben reinhauchen. Hätte ich es mal Hulase Town genannt. Egal, nächstes Mal. Gott, diese Sounds. So geil. Ich glaube, das ist alles irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes mundgeblasen, was man da so hört. Wie komme ich denn da jetzt? Ach, egal, komm, dann sieht das komisch aus, deine Ecke. So, ich bin gleich hin. Oh. Wire. Gott. So, Strom ist gegeben. Zack. Ja, also für diejenigen, die SimCity nicht kennen, es ist halt eine Stadtbausimulation. Ich weiß, ich grab jetzt sehr auf Standardpfoten, aber ist mir auch gerade Wurst. Und ja, was jede Stadt natürlich braucht, ist Straßen und Strom. Hätten wir jetzt beides mal gegeben gehabt. Wie sagt eigentlich mein Geld? Das ist bestimmt bald alle. Wo steht denn das? Da oben. Pfand. 10.000 nochmal. Schon mal 20.000 um den Kopf gehauen. Geil. Ohne einen Einwohner zu haben. Okay. Dann hier direkt neben das Kraftwerk die Wohngebäude. Natürlich nicht. Die machen wir jetzt irgendwie hier hin. Bam. 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 Jawohl, ja. Oh, geh mal schnell. Ich meine, ist ja auch eine geile Stadt. Hulaseville. Ich würde auch wohnen wollen. Hulaseville. Welcome to Hulaseville. So. Dann Commercial. zieh. Commercial.
Dann zieht mal hierher. Habt einen schönen Tag. Oh Gott, diese Geräusche. Mack, 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 mack. Geil. Geil! Er geht mir gerade voll einer ab. Oh, ich hatte ganz vergessen. Ja, ist ja gut. Ich ganz vergessen, wie grundlegend cool dieses Game eigentlich ist. Zumindest die Sounds. Weil die Sounds wurden halt nicht freigegeben und ich glaube die Grafiken auch nicht. Das sind halt so nachgezimmerte Dimmer. Nachgezimmerte Dinger, wollte ich sagen. So, und auch natürlich, was auch jeder gute Bürgermeister machen würde, das Industriegebiet direkt an den See. Einfach, um auch zu verhindern, dass die Leute auf die grandiose Idee kommen, da baden zu gehen, weil da ist ja schon ein Atomkraftwerk, die sollen ja da nicht baden. Deswegen auch direkt mal so eine offensichtliche Umweltverschmutzung daneben knallen. Das ist nämlich dann direkt, es ist quasi indirekt gesünder für die Leute. Glaubt mir. So. Wunderbar. Congratulations, your village has grown to town status. You now have 2000 citizens. Ha, dismiss, mir egal. Ich bin so ein guter Bürgermeister, ich weiß auch nicht. Erstmal ein paar Parkanlagen hier reinknallen. Ist den richtigen Wald mal weg. Wie, Wie viel Geld? Ah, 6000 noch. Nein! Ich habe einen Wohnblock zerstört. Das ist richtig. Oh, Entschuldigung. Wire. Ja, ja. Bup. Park. Genau, schön Parkanlage. Wer läuft schon durch richtige Wälder? Da muss ein Park hin, Freunde. Ohne geht man gar nicht. So, die Commercials werden gerade aufgebaut. Da fahren schon die ersten Autos rum. Keine Ahnung, wo die herkommen, weil von hier drüben auf keinen Fall. Komm, ich bin mal nicht so. Welcome to Hulaza Town, where the drugs are cheap and the girls are pretty. Where the drugs are cheap and the girls are nerdy. I. 5000 auf dem Konto. So, mit was mache ich euch jetzt eine Freunde? Habt ihr schon irgendwie was gemotzt? Ne, habt ihr nicht? Könnt ihr gar nichts. Ist eigentlich schon total krass. Hier irgendwie, was ich, 11 Hütten oder so. Und hier, yay, hier wohnen 6400 Leute in den 11 Hütten. Und die Autos spasten auf den Straßen. Schön. Ich habe mir noch nicht sagen lassen, ich darf spasten gar nicht sagen. Mist. Entschuldigung, ich möchte mich im Zuge dessen bei allen entschuldigen, die sich angegriffen fühlen könnten. Bam. Ja. I fucked you up, buddy. Ja. Hm. Ja, your town has grown into a full-sized city with a current population of 10,000. Keep up the good work. Das schreibe ich auch immer bei irgendwelchen Open-Source-Projekten auf die Seite. Keep up the good work. Mimimimip. Road. Island. Ja, und weil ich so ein umweltverträgliches Männchen bin, würde ich sagen, direkt neben die Straße noch mal ein bisschen Schiene. Oh nein. Oh Gott, Gott. Man verrutscht so schnell mit der Maus. Nein! So. Du kannst quasi zur Arbeit fahren. Mit der Bahn. Road. Miep. Miep, miep. Bing! Ja, und wie kriegt man Geld? Natürlich durch jährliche Steuereinnahmen. Ich glaube, das muss ich nicht groß erzählen. Und der Sinn des Spiels ist auch quasi mittlerweile schon lange bekannt, denke ich. Pollution Alert. Oh mein Gott, hier oben ist die Verschmutzung zu hoch. Was machen wir denn jetzt? Sinn des Spiels ist natürlich irgendwie klarzukommen und eine Stadt zu bauen, die möglichst viele Leute anlockt und wo man sich dann eben halt freut, dass man der Bürgermeister ist. Also nicht so eine, nicht so ein Kackdorf, wie ich hier gerade aufpflanze, sondern hat eine richtige Stadt. Park. Das klingt wie ein Sprachfehler, tut mir leid, aber. Schön. Schön, schön. Ja, Pollution, Verschmutzungsalarm. Was machen wir jetzt hier oben? Also eigentlich hätten die ein bisschen weiter auseinandergebaut gehört, aber. Ich würde sagen, wir bekämpfen die Verschmutzung mit, was bin gerade gebraucht? Alles. Wir bekämpfen die Verschmutzung mit Gewerbegebieten. Was in etwa überhaupt keinen Sinn hat, aber mich davon abhält, verrückt zu werden. Peng. So. Hört auf zu blinken. Danke. Ach, guck mal, da geht auch schon direkt das Herz auf. Also, was ich ja in so einer Nintendo-Zeitschrift früher damals mal gelesen habe, es soll ja unheimlich sinnvoll sein, die Gebiete folgendermaßen aufzubauen. Einfach um mal ein paar Gaming-Tipps zu geben.
Residential. In diesen 9er, 8er Blocks. So. Und damit die Leute sich nicht beschweren oder nicht so schnell an Herzversagen sterben oder so, sollte man dann in die Mitte quasi, damit die glücklich bleiben, eine Parkanlage knallen. Das wäre voll gut, habe ich gelesen halt. Damals, als ich noch ein Kind war und ein Super Nintendo hatte. Ja, ob das jetzt was bringt oder auch nicht, sei mal dahingestellt. Ich würde sagen, die müssen auch ein bisschen mehr Bahn fahren hier. So. Dass die Bahn immer nicht nur da so rumeicht, sondern auch wirklich was zu tun hat. Ja, ja, so ist das. Ich habe mir gerade spontan überlegt, ich werde irgendwie... Also das Spiel an sich hat keine Hintergrundmusik und ich werde aber noch irgendwas dahinter legen. Wundert euch nicht, wenn eure Version keine Hintergrundmusik hat. Diese Version wird welche haben. Das hat aber eher mit mir zu tun und der Tatsache, dass ich irgendwie... Ja, Videos, wo nur ich stumpf vor mich hin spreche, nicht so doll finde. Ich bin jemand, der gerne irgendwie musikalisch hinterlegt wird. Oder der es schön findet, wenn er musikalisch hinterlegt ist. Ach Gott, was kann man da noch zeigen? Chalk! This is, I love it. Eraser. Ja, keine Ahnung, es ist halt so ein... Ich weiß nicht, was das soll. Hallo. Steht da halt Hallo. Da kann man einfach... Also die Leute, die hier wohnen, ne, die müssen zur Arbeit nach da fahren. Und wenn sie was zu essen brauchen, dann müssen die bis hier runterfahren. Das ist natürlich furchtbar, weil von da ist es ja nicht mehr so weit nach Hause. Aber angenommen, die müssen wieder zurück zur Arbeit und können erst danach wieder nach Hause, dann haben die ja voll den hohen Spritverbrauch und das ist schlecht für die Ökobilanz. So. Soll noch mal einer sagen, ich würde lügen. US Citizens demand a police station. Kriegt er, Freunde. Kriegt er. Alles kein Problem. Wir sind ja nett, ne? Wir sind ja freundliche Leute. Und hier eine Fire Station kriegt er auch noch. Fire Station. Direkt an der Chalk. Ja, was wollt ihr sonst noch so? Wollt ihr überhaupt noch was? Ja, nö. Wahrscheinlich schon. Police Station. Was ist dieses Fragezeichen? Query. Query? Free. Query Zone Status. Ah, cool. Industrial, high. Value Slum. Value Middle Class. Pollution Moderate. Ja. Commercial. Sorry. What? Was? Sorry. Ich hab kein Geld mehr. Wire. Wer hat das zu verantworten? Und jetzt, ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, ich, weil ich hier wohl auf keinen Fall. Ich bin ja nur der Bürgermeister. Oh, da oben viel Strom. Bang. Ja. Okay. Da mein Geld alle ist und ich denke mal so, das grundlegende Spielprinzip habe ich erklärt, würde ich einfach mal behaupten, ja, das war, Dings, Mikropolis. Ein, wie ich finde, extrem gelungener, also jetzt mal ganz, ganz ernsthaft, ein extrem gelungener Klon des Originals SimCity. Mit vielen kleinen Erweiterungen und Verschönerungen auf aktuellen Systemen spielbar. Ich habe auch irgendwo noch das klassische SimCity, also das richtige hier rumliegen. Und ich weiß, mein letzter Test auf einem Windows XP-System war eher ernüchternd. Da läuft es nämlich nicht mehr. Und was ich nachvollziehen kann, das Spiel ist ja von damals, keine Ahnung. Ja, schaut's euch an, ladet's euch runter, kompiliert es euch durch oder zieht's euch über das Software Center oder euren Paketmanager. Da dürfte es drin sein. Wie gesagt, seit 2007 hat sich meines Erachtens nichts mehr an dem Spiel getan. Und es ist ein netter Zeitvertreib, wenn man nicht gerade anfängt, die Map mit irgendwelchem Quatsch zu verhandeln. Es ist weiterhin ein schönes Spiel. Natürlich grafisch kommt's keinesfalls an das aktuelle SimCity ran, was ja seit kurzem irgendwie veröffentlicht ist. Also, ich sag nur, EA, always online. Ja, wir wissen alle, was das heißt, nämlich nichts Gutes. Und, das war's von mir an der Stelle. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum allernächsten Mal. Macht das gut, haut rein. Und tschüss. Und was mich interessiert, wie ist der Status dieser Kirche?